Das ist schon mal sehr positiv. Da freue ich mich immer. Nicht so wie im letzten Run, als wir da einen Master Key in dem einen Archer-Game hatten. Das war scheiße. Aber gut. Blast Mask. Jetzt muss ich mal kurz nachdenken. Habe ich am Sumpf noch irgendwas? Ohne Dekomaske leider nicht. Ich kann in die Berge. Huch. Drück mal den falschen Knopf. Wir können in die Berge. Und mal den ganzen Goronenkram so teilweise machen. Ich habe noch keins von den Dungeon-Liedern, ne? Wenn ich mal so gucke. Wir können so ein bisschen was machen. Ich roll jetzt erstmal ein bisschen durch die Gegend und versuche erstmal ein paar Items zu sammeln. Weil wir haben keine Pfeile. Zumindest aktuell nicht und ich brauche Pfeile. Da! Geh weg. Ah, da haben wir Pfeile mal bekommen. Und direkt voll. Dann könnte ich auch jetzt hier gehen. Nice. Wunderschöner Jump. Genau wie geplant. Das Gute beim Tracker ist, ich kann einfach mit dem Tracker mal gucken, wie viel Stuff ich gerade habe. So. Und der Boss vom Ice Dungeon hört mich schon rollen und denkt sich so, oh shit, here we go again. Ja. So. Hier war sonst auch nichts Interessantes. Also ab nach oben. Au. Da. Schön ist, ich brauche noch nicht mal wirklich Bomben. Ich kann die einfach wegboxen. Linky, okay. Es ist so anstrengend, da hoch zu klettern. Wobei, prinzipiell könnten wir sogar die Romani Ranch machen, fällt mir gerade ein. Ja. Ah, jetzt bin ich schon hier. Beim nächsten Zyklus machen wir die Romani Ranch. Oh, eine Fee. Ach, ich brauche keine Fee. Sagt er jetzt und verreckt gleich oder so. So, können wir schon mal aktivieren. Ich glaube, ich lade sogar schon mal zum Dungeon hin und aktiviere dort zumindest mal die Statue. Was mir gerade einfällt, hier war doch irgendwo noch ein Loch, wo ich was sprengen konnte. Weiß gerade noch zufällig jemand, wo genau das war. Irgendwo konnte man hier was aufsprengen. Da war eine geheime Höhle. Ich überlege gerade, wo genau die nochmal war. Bei den drei Schneekugeln. Ah, da. Okay. Also doch nicht hier vor. Ich hätte irgendwie im Kopf gehabt jetzt, dass es hier davor ist. Schauen wir mal. So, was haben wir hier Schönes? Oh ja, nice. Also die Fee hat sich mal richtig hart verirrt. Die ist aus dem Tempel rausgegangen und hier reingelaufen in die Höhle. Fee, nicht ganz. Nah dran, aber nicht ganz. Die Zorro-Fee. So, das kann man auch schnell mal aktivieren. Path to Snowhead. Direkt mal abhaken und weiter. So, und jetzt wieder zurück. Mal gucken, ob ich das schaffe.
So ohne Teleport-Lead ist es alles ein bisschen anstrengend. Jetzt will ich drüber nachdenken. Ich habe voll die Goron-Stimme, wenn ich so mache. We go back, please. Nein! Oh, Magie. Nehme ich mal mit. So. Ach, das Ding hat mich erwischt. Close one. So. Und wieder zurück. So. Stellen Sie sich vor, Sie wären ein Goron-Reifen. Ich glaube, ich wäre lieber kein Goron-Reifen. So. Da kann ich ohne Feuerpfeile auch nichts machen. Also kann ich eigentlich direkt wieder weitergehen. Derian, danke für 13 Monate Treue. Super geil von dir. Aber hier habe ich nochmal gleich eine geheime Grotte. Aus der Luft geangelt. So, und zwar hier bei dem Baum, ne? Oder eins höher. Hier bei dem Baum. Das ist die hier. Was kriegen wir hier Schönes? Oh! Dongeros Maske, nice. Nice, dass ich die jetzt schon habe. Auf jeden Fall. Jetzt hoffe ich nur, dass ich Dungeon 1 und Dungeon 3 direkt in einem Zyklus machen kann. Weil dann muss ich die nicht alle doppelt und dreifach machen hier. Eigentlich müsste ich 1, 2 und 3 in einem Zyklus machen, damit ich hier die ganzen Fröschensache direkt machen kann. So. Was verkaufst du mir? Das kann ich doch sicher schon einsehen, oder? Special. A piece of heart. Okay, für 200 Rubine. Let's call it a deal oder so. Fliegst du vor? Die Sache ist, hinkommen wir, weil er die schönen Federn da lässt. Aber zurück? Let's do this. Ich hab's ja ungefähr im Kopf, sag ich mal, wie ich da durchkomme. Wenn nicht, habe Pech gehabt. Aber vielleicht habe ich Glück und hier ist das Auge der Wahrheit drin. Das ist kein Auge der Wahrheit. Kann ich eigentlich die unsichtbaren Truhen aufmachen, wenn ich sie nicht sehe? Wenn ich weiß, wo die sind? Aua. Da, hier wäre zum Beispiel eine. Ja, kann ich. Songtula, die zweite. So, die eine war doch hier unter dem Felsen. Und die ist sogar noch nicht mal unsichtbar. Nehme ich. Dann halt nur das. Lands of Truth. Alle drei abgehakt.
Dann einmal zur Seite springen. Schade. Dann muss ich gleich nach links, glaube ich, an der Stelle. Ich verliere immerhin keine Herzen dafür, dass ich das mache. So, dann einmal nach... Nicht runterfallen, Link. Einmal nach da. Ah! Schade. Der letzte. Wo hat er für die Kamera gedreht? Spiel bitte. So, wo ist jetzt der letzte? Da. Oder auch nicht. Sachen, Link. Irgendwann. Irgendwann schaffen wir das. So, dann nach rechts. Du, 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 du. Einfach weiter gejumpt, weil ich dachte, ich springe jetzt noch ein bisschen. Ich sag mal so, normalerweise hätte man ein Auge der Wahrheit, dann würde man die Plattformen sehen. Ich habe keins. Dementsprechend sehe ich sie nicht. Oh, sollte ich nicht noch weiter springen? Okay. Ah, der falsche Knopf. Eigentlich wollte ich meinen Hasen noch aktivieren, damit ich da an der Stelle weiterspringe. Ich finde es immerhin nett vom Spiel, dass wir keinen Fallschaden nehmen. Eine Ewigkeit später. So dreht sich die Kamera einfach random teilweise. Irgendwann. Close one. So, und der letzte war in der Richtung. Ich habe extra beim letzten Sprung nichts mehr gedrückt, damit er irgendwo da stehen bleibt. Aber nein, Link denkt sich, ich springe jetzt einfach nochmal. Ich frage mich, ob ich mich hier irgendwo vielleicht rüberziehen kann. Da an die Dinger dran ziehen? Kann ich da ans Holz dran ziehen? Nevermind. Ich sollte vielleicht nicht direkt mit Hasenohren springen. So, hier lang. Benutze das auch in der Wahrheit. Oh, wait. Hier finde ich jetzt die zweite Plattform nicht mehr. So. So.
Plattform. Bist du noch da? So, dann nach rechts. Nee, nee. Okay, hat nur geklappt. Wo hänge ich bitte an dieser Plattform dran? So, Cave war keine gute Idee. Ja, vor allem war da auch nichts Interessantes drin. Gestern standen wir noch am Abgrund, heute sind wir einen Schritt weiter. Something like this. Teilweise kommt es mir echt so vor, als würden sich die Plattform jedes Mal immer ein bisschen verschieben, wenn ich das quasi neu lade. So, Moment. Wir nehmen uns mal jetzt mal, machen wir das mal ein bisschen intelligenter jetzt. So, nehmen wir hier diese Kante. Von dieser Kante springe ich gerade raus. Dann lande ich auf 1, dann geradeaus, dann lande ich auf 2. Dann drehe ich mich komplett einmal zur Seite. Nein, nicht ganz. So halb. So. Okay, dann einmal komplett zur Seite drehen. Nein, nicht ganz, so halb. So eine Achteldrehung. Das reicht bis hierhin. Und dann nochmal so eine Achteldrehung nach da. Mit Hasenohren. Fast. Aber wir sind den Anfang schon mal ziemlich gut gekommen. Das heißt, 1, 2. Achteldrehung nach da. Geradeaus. Achteldrehung oder so ungefähr nach da. Geradeaus. So, und jetzt muss ich da irgendwo hin. Das ist eigentlich meine... Nee, das ist wirklich noch eine andere Plattform. Und zwar da. So. Und jetzt nur noch ins Ziel. Meine Güte. War das denn so schwer? So. Und einmal aufmachen. War ja zum Glück nicht anstrengend oder so. Nein, nein. Alles okay. First try natürlich. So, ich habe leider mein goronisches Wiegenlied. Ich dürfte wieder Baby Rage machen. Ich glaube, das brauche ich, damit ich hier das Item bekomme, ne? Ja. Das goronische Wiegenlied. Was denn? So. Aber wir können zumindest im Shop reingucken, ob die irgendwas Cooles haben. Naja. Welp. Okay. Nö. Aber ich nehme mal das mit. Und den kaufe ich mir auch einmal. Ja gut, dann haben wir den Shop auch abgehakt. Wo habe ich denn die Shops stehen? Überhaupt, wo stehen die Shops? Ah ja, da. Dann sind die auch weg. Gewohnt wissen, wie man Geschäfte macht. Na gut, dann können wir sonst in dieser Höhle auch erstmal nichts machen. Ein paar Rubine hier noch für den einen Deko-Händler fehlen mir jetzt leider noch, aber na gut. Hatten wir schon den Zwacken für 100 Rubine? So zwar nicht direkt, aber so in der Richtung hatten wir das auch schon, ja. Ich kann mal kurz gucken, was wir bei Tingle noch kaufen können. Ich glaube, irgendwas habe ich noch nicht gekauft. Und zwar die Snowhead Map. Und tschüss.
So, was war nochmal die Snowhead-Map? Ach ja, ein blauer Rubin. Ich hake das mal ab. Den Rest, das andere Ding haben wir schon gekauft. Hier habt ihr übrigens das, ne? Tingle möchte mir 5 Rubine für 20 verkaufen. So, dann sind wir hier erstmal fertig. Ich glaube, sonst kann ich erstmal nichts machen. Nee, ohne Feuerpfeile oder das Goronische Schumalit oder das Auge der Wahrheit können wir hier erstmal nichts weitermachen. Okay, dann würde ich sagen... ich überlege gerade, ob ich an alle Fischeier drankomme. Die in der Piratenfestung ja sowieso. Komme ich rein? Hat irgendwas gefehlt, um rein in die Piratenfestung zu kommen? Der Gorone. Ja, stimmt. Jetzt komme ich auch in die Piratenfestung richtig rein und kann dort absahnen. Moment, erstmal brauche ich hier Pona, um zum Strand zu kommen. Hallo. Let's go, Epona. Lass mich aufsteigen. Schade, den konnte ich nicht wehtun. Immer noch schön umständlich überall hinfahren. Ah, mal schöne Karte zu haben. Ich sehe schon, da kannst du nicht drüber springen. Ne? Da war doch mindestens einen Meter vor dir, wo du hättest hinlaufen können. Ich glaube aber, ich gehe zuerst zu den Nadelfelsen. Ich glaube, das ist schwerer, dahin zu kommen. Ich glaube, ich bin da noch nie ohne das... Dingen. Das Seepferdchen zu den Nadelfelsen gegangen. Aber es geht ja theoretisch auch ohne, wenn man den Weg weiß. Oder sich einfach den Schildern orientiert. Mal gucken, ob ich es hinbekomme. Dann holen wir uns die drei zuerst. Ja, passt perfekt.